Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild. Wir sind wieder am Start und heute gucken uns eine Waffe an, die sich viele immer gewünscht haben. Warum, weiß ich nicht, aber wir machen es natürlich. Die Martensen nämlich. Ist anscheinend bei euch beliebt, bei mir nicht so, aber trotzdem gucken wir uns einfach die kann. 6mm ist beim Spanien-DLC dabei, deshalb sind wir heute auch in Spanien logischerweise. Und zeichnet sich dadurch aus, dass die auf hohen Distanzen äußerst präzise ist. So steht es unten im Text. Wir sind auch in den Werten Präzision 70, wenn wir das mit der Mainz vergleichen, die nur eine 35er Präzision hat. Natürlich ein bisschen weniger, aber dieser Präzisionswert hier, der ist auch irgendwie nichts sagen im Spiel, oder? Gefühlt, weiß ich nicht. Die einen sagen, dann wackelt man weniger, die anderen sagen, ist scheißegal. Ich bin der Meinung, ist scheißegal. Wenn man geskillt hat, juckt das nicht, ne? Insofern können wir hier mal spielen. Und von den Munitionswerten sehen wir hier 13,6, 40er Durchschlag und 11er Aufpilzung. Durchschlag ist der gleiche bei der 6,5er, auch 40er Durchschlag, aber nur eine 4er Aufpilzung. Dadurch natürlich weniger Wirkung im Wild an sich zu erwarten und damit natürlich auch höhere Fluchtstrecken als wahrscheinlich mit einer M1 oder mit einer Eckhaus oder was weiß ich. Deshalb schaltet die Martensen für mich einfach tendenziell aus, weil es einfach nicht die gleiche Wirkung hat. Trotzdem werden wir natürlich testen, wie die Wirkung heute ist. Nullungen sind dieselben, 75, 150 und 300 Meter, die wir hier schießen können. Bisschen schade, ich hätte mir hier gewünscht, wenn die wirklich so präzise auf langen Distanzen ist, dass man da vielleicht 100er, 200er und 400er Nulldistanz hat. Dann hat man nämlich da die Martensen ein bisschen abgehoben von den anderen Waffen und hätte da vielleicht die Präzision ein bisschen mehr zum Tragen bringen können. So, ehrlich gesagt, schade. Um die Liebesmühe. So, Steinböcke aber hier in den Bergen natürlich weite Schussdistanzen. Deshalb werden wir heute hier beseitigte Steinböcke jagen an den Seen. Ich bin zur Trinkzeit unterwegs, guck mal, ob wir hier welche finden irgendwo. Da oben steht einer, ne? Da steht einer, da ist... Oh, der ist gar nicht so schlecht, oder? 155, ein Vierer immerhin. Da auch einer, da auch einer, da auch einer. Wir spotten die mal eben alle durch. Aber mehr sehen wir da auch nicht, ne? Gucken wir mal weiter rechts hier, ob da noch irgendwo welche sind. Irgendwo hier in den Hängen, an den näheren Hängen. Da unten sind auch noch welche. So, warte. Die spotten wir auch mal eben durch. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den rechten an, weil die stehen ein bisschen näher. Die beiden sind, glaube ich, die besten, ne? Okay, ich habe zum Glück meinen Hochsitz hier stehen, deshalb können wir auch direkt mal ohne den Jagddruck schießen. Und... dann machen wir das. Ich stelle mal auf 300 Meter. Wo waren sie jetzt hier, die Rechten? Da, perfekt. Okay, dann stellen wir auf 300 Meter und gucken mal. Das war zumindest den Treffen und den da oben, würde ich sagen. Warte mal, wie ist er da? Ne, ist nicht so groß, ne? Ja, da haben wir es gesehen. Was die Waffe natürlich als Vorteil hat, ist, dass die eine relativ, da sind sie beide auch schon tot, einen relativ geringen Rückschluss hat. Ähnlich wie die M1. Die M1 hat auch quasi gar keinen Rückschluss. Und das hier, das fühlt sich fast vom Schussverhalten an wie so ein Luftgewehr, oder? So ein bisschen Luftgewehr-Feeling ist da mit drin. Wir können aber auch hier so einen schlechten Schuss vielleicht machen, oder? Warte mal, kriegen wir den aber, boah, ob wir den irgendwie draufkriegen. Getroffen haben wir auf jeden Fall. Gucken, ob es auch am Ende verenden wird. Ist ein Mufflon da hinten? Ne, auch Steinböcke. Ah, da sehen wir schon. Ein schlechter Schuss, keine gute Idee. Den brauchen wir nicht suchen gehen, glaube ich. Okay, aber ich schieße die anderen auch nochmal. Und gucken mal, was da geht. Sieht vielleicht kurz das Gewehr aus, ne? Ich weiß nicht, ob es nur so im Spiel wirkt. Nur auch wenn es so einen vergleichsweise kurzen Lauf hätte. Die Steinböcke da stehen natürlich immer noch, weil die weit genug weg waren. Wir gucken mal eben, das da war der Vierer, ne? Schießen wir erst den und dann den, würde ich sagen. Die müssten auch irgendwie, die stehen auf 330 oder so, ne? Oh, den haben wir so direkt Herz geschossen. Da kam die Präzision also voll durch. Den haben wir ein bisschen weit vorne erwischt. Aber auch eine vielleicht schnelle Kugel, ne? Wenn ich jetzt auf das flüchtende Wild da schieße. Okay, der hängt zum Glück nochmal fest. Ah, da haben wir keine Muni mehr. Ja. Kugel auf jeden Fall auch schnell, brauchen wir nicht so weit vorhalten. Das ist das Problem, was ich bei der 308 so missen habe, dass ich da echt für meinen Geschmack viel zu weit vorhalten muss. Da ist noch Rot hier sogar am Start. Das ist natürlich egal sein. Aber wir gehen mal gucken. Den einen haben wir anscheinend im Herzen getroffen schon. Der war auf jeden Fall nicht so schlecht. Dann gehen wir die einsammeln. Zumindest die da am Wasser kurz liegen. Ob die, ja, können wir mal gucken, ob wir die anderen da auch finden, die wir angeschossen haben. Ich glaube, dass die nämlich... Da kommt mich dann halt der Punkt mit dieser Aufpilzung zum Tragen. Mit der 4er Aufpilzung, wir haben zwar den Durchschlag ähnlich wie der M1,
Aber die Viereraufpilzung dann bei so Muskeltreffern, wenig Wundwirkung. Und dann haben wir noch sehr, sehr lange Fluchtdistanz. Ich werde mal den Hund ansetzen, aber erstmal holen wir uns die, die wir sicher erlegt haben. Und die Schweißwerten sind auch schon da. Und da oben liegen nämlich die ersten beiden, die wir hier unten geschossen haben. Also die sehr kurzen Fluchtdistanzen, da gute Wirkung auf die Steinböcke. Bei den weiten Schüssen, wir sehen es hier, 263 Meter, auch hier schöner Goldsteinbock. Richtig, richtig gut. Doppelunge sogar. Da, Durchschlag also, voll am Start gewesen. 40er Durchschlag, 263 Meter Doppelunge. Da ist natürlich schon nicht so schlecht, ne? Und hier haben wir noch den anderen Steinbock. Mal gucken, was wir bei dem haben. Ebenfalls einfache Lunge. Ein bisschen hochgeschossen. Dadurch über die andere Lunge drüber. Sonst hätte man wahrscheinlich auch bei dem doppelte Lunge, ne? Ist aus dem Winkel dann immer, weil ich von so weit oben geschossen habe, ein bisschen schwierig. Aber auch der hat gesessen. Guter Schuss, gute Wirkung. Und trotzdem ähnliche Flussdistanzen. Obwohl wir beim einen doppelt, bei der einen kam schon wieder zurück, ne? Ich glaube, der war ein bisschen ähnlich. Wir gucken mal bei dem anderen. Da haben wir nämlich Herz getroffen. Dadurch die Fluchtdistanz da natürlich viel, viel geringer. Gucken, ob wir vielleicht sogar einen hier fortschießen können, wenn ich den denn finde. Aber den sehe ich nicht, ne? Aber da kriegen wir bestimmt noch die Gelegenheit. Aber ich dachte, die kurzen Schüsse, die sollen uns eigentlich nicht großartig jucken. Hält sich ähnlich vom Durchschlag her wie die M1. Das haben wir gesehen, ist gleiche Durchschlagskraft. Deshalb müssen wir da nicht großartig viel testen. Nicht viel rumprobieren. So. Denn die Waffe ist natürlich für die langen Distanzen ausgelegt. Wir gucken mal eben hier. Lag doch schon irgendwo einer zumindest. Ja, da vorne und da unten ist der andere, ne? Dann holen wir uns die beiden. Und das müsste wieder sein, den wir direkt mit dem Herztreff erlegt haben oder so. Ja, tatsächlich. Auch hier, boah, sehr guter Schuss. 326 Meter, Doppellunge und Herz. Wirklich, wirklich guter Schuss, muss man sagen. Auch gute Wirkung. Klar, beim Herztreff natürlich sofort tot, logischerweise. Aber auch gute Wirkung im Sinne von der Durchschlagskraft. Auch hier Doppellunge, ne? Also wirklich gar kein Problem, die Durchschlagskraft hier reinzukriegen mit der 40er. Klar, Steinböcke natürlich auch nicht die schusshärtesten Tiere. Aber dafür die Waffe wirklich bisher gut performt. Hier sehen wir zum Beispiel die Schweißpferde von dem, was wir angeschossen haben. Da können wir mal kurz gucken. Ich setze mal den Hund an und gucke, ob der tot ist oder ob der den zumindest mehr als Beute verfolgen anzeigt. Dann weiß ich nicht, dass er überlebt hat. Ich möchte gerne wissen, ob der auf einem schlechten Schuss irgendwann zum Erliegen kommt. Ja, schlechte Schüsse sind immer kein Maßstab, aber trotzdem auch mal ein wichtiger Indikator. Davon laufen die anderen. Man kann natürlich immer mal passieren, ne? Man schießt ja nicht absichtlich schlecht, aber wenn man jetzt mit der M1 irgendwie schlecht auf ein Wildschwein schießt oder so, dann ist das halt nicht so schnell. Dann macht das nicht noch 3000 Kilometer, so, weißt du? Deshalb hier haben wir auch noch einen getroffen. Deshalb ist das für mich schon immer noch ein bisschen entscheidend, wie auch die Wirkung dann ist bei einem Muskeltreffer. Auch wenn wir gesehen haben, bei einem guten Treffer auf jeden Fall eine sehr, sehr solide und gute Wirkung, auch auf den langen, langen Distanzen vor allen Dingen, ne? Wirklich, wirklich top. So, Hund, was ist jetzt mit dir? Immer noch verfolgt hat die Blutspur. Heißt, noch ist der. Guck mal, liegt auch noch einen mit dem schlechten Treffer. Ja, haben wir den hier random gefunden. Guck mal, was war bei dem? Können wir sein, dass wir den zweimal angeschossen haben oder so? Ja, tatsächlich. Also, erster Schuss, Muskel, dann nochmal hier in den Kiefer rein. Dadurch zumindest ein Knochentreffer. Auch ein bisschen gelaufen. Wo ist unser Doggo? Hallo? Und irgendwo da unten? Ah, da ist er. Perfekt. Da ist er. Wir gucken mal eben hier die Schweißfährte an. 0 bis 25 wird auch tot gehen, ne? Also, auch bei schlechten Schüssen wahrscheinlich irgendwann verendet. Wir gucken mal. Ah, ne, jetzt verfolgt er die Beute, ne? Ach, scheiße. Ich habe gedacht, echt, dass das wird. Aber da sehen wir, bei schlechten Schüssen kann selbst so ein Steinbock schon überleben, obwohl der nicht so schusshart ist. Also, wissen wir da schon mal bei allem anderen. Denn ist natürlich auch Klasse 4 bis 8. Also bei Rothirschen oder bei Wildschwein wird es dann wahrscheinlich noch problematischer. Aber hier mal gesehen, können die durchaus überleben. Gehen wir zum nächsten See und gucken uns noch ein paar Steinböcke an und schießen die auch noch. So, vom Osten des, ne, vom Westen des Berges. Wir waren vorher im Westen, wir waren vorher in dem See, sind wir jetzt hier zum Osten des Sees. Denn hier haben wir teilweise auch Steinböcke. Gucken wir mal eben, was wir hier haben. Eigentlich sind wir auf der falschen Seite, oder? Weil die eigentlich von dem Berg kommen. Da drüben kommen meistens die anderen Steinböcke von da trinken. Aber wir gucken mal eben, wenn nicht, müssen wir mal eben den See einmal umlaufen, damit die vielleicht reinrendern. Aber da hinten ist irgendwas, ne? Ah, da sehe ich schon mal welche.
noch Steinböcke. Da sehen wir einen so ein Horn durch den Busch. Ah, die sehen wir natürlich von hier gar nicht. Das heißt, wir müssen echt mal vielleicht umlaufen einmal. Und suchen die dann an dem Busch, weil da komme ich jetzt nicht dran. Von hier aus. Ah, da sehe ich nichts. Ne, wir umlaufen den einmal, würde ich sagen, und flitzen dann drüben auf die andere Seite, weil von da sollten wir freie Schussfeld haben. Dann sind wir auf jeden Fall hier am Trinken. Und dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit mit dem freien Schussfeld, um da vielleicht noch welche zu erwischen. Ah, guck mal, da unten auch. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Die laufen jetzt natürlich weg. Aber das sind die anderen Steinböcke, nämlich die Ronda-Steinböcke. Auch da ein 101er. Junge, das ist gar nicht so schlecht, ne? Wann sind die ja 108 oder so? Ein Vierer immerhin. Gar nicht so schlechte, aber habe ich ja gesagt. Ich weiß gar nicht, wann die ihre Trinkzeiten haben. Wurde ja geändert jetzt mit dem letzten Update oder der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, wo sie die spanische Map hier neu besiedelt haben quasi. Die wurden ja auch die ganze Zeit geändert, deshalb auch die Steinbockzeiten ändern. Anders, ich glaube, Ronda war der, der uns beim Grand Slam richtig abgefuckt hat, oder? War das der Ronda Steinbock? Ich glaube ja. Den haben wir nämlich super, super lange nicht geschossen. Bis heute hatten wir, ich glaube, bis heute hatten wir beim ersten Versuch, ne? Beim ersten Versuch, da vorne auch noch Steinböcke. Der nicht schlecht, ein 98er. 95er, ja, sind ein paar gute Steinböcke dabei, du. Jetzt schießt man da mal einen, aber die sind jetzt auch schon wieder auf dem Sprung, ne? Mal den frontalen Schuss versuchen. Sieht gut aus, einen guten Treffer. Ich glaube, die Enten sollten das jetzt nicht mitbekommen haben eigentlich, oder? Das, nee, nee, die sind weit genug weg, ne? Die sind weit genug weg. Die haben auch alle so ineinander, ne? Ich kann nicht gucken, was davon guter ist und was nicht, aber das sehen wir gleich, wenn wir da dran sind. Da dahinter, der letzte da, der. Da ist ein Fünfer. Oh, hat... Ah, warte mal, seit wann sind die... Oh, der hat gute Hörner, ne? Aber der ist verdeckt von allen. Ich sag ja, bis heute hatten wir letztes Mal auch, als wir Grand Slam gemacht haben, hatten wir direkt im ersten Versuch dir. Und die waren ja früher ab 207, glaube ich. Und seit dem Trick sind die nur 197, oder? Heißt, der hat auf jeden Fall richtig starkes Potenzial. Wenn er nicht gerade wirklich komplett low scored. Ich meine, dafür, dass es 5 war, ist, der wird wahrscheinlich Dia sein, ne? Warum zieht der da schon? Das war, glaube ich, echt der letzte von denen da, ne? Boah, das wird schwer, den zu schießen. Das wird schwer, den zu schießen, aber den hätte ich natürlich jetzt gerne. Wenn wir schon hier die Waffe testen, können wir die auch mit einem Diamant testen, oder? Der wird wahrscheinlich safe Dia scoren. Wie gesagt, ich glaube ab 197 mittlerweile noch Dia. Da war ja damals das Rätsel, warum ich den Mähler... Ich habe ja einen Mähler melanistischen. Mähler mit, keine Ahnung, 204 oder so. Oder sowas. Ich habe mich gewundert, warum ich den verschossen habe. Habe ich aber gar nicht. Wir waren früh ab 207. Diamond der. Und nicht ab 197 wie jetzt. Deshalb... Sollte der da, wenn er nicht gerade wirklich mit 195 da reinscored, was er als unteres Limit angegeben hat, tatsächlich Dia sein. Würde ich natürlich gerne mitnehmen. So, nur mal gucken, dass wir den... Oh, der hat echt gute Hörner, ne? Aber ich finde, bis heute sieht sowieso mal so aus, weil der einfach so riesen Dinger haben, auch der Dreier da, ist auch schon... Sieht auch schon groß aus, ne? Weil der ist halt echt da komplett verdeckt von allem. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben gar keine Chance... den irgendwie zu schießen. Das heißt, wir müssen eigentlich erst den vorderen zum Liegen bekommen und dann beten, dass wir dann noch die Chance haben, auf den Fünfer zu schießen. Oh ja, oh, ja, 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 ja. Ja, er dreht sich weg. Jo, okay, danke. Danke, 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 danke. Oh ja, jetzt steht er frei. So. Ich schieße mal auf 300, würde ich sagen. Der ist sogar gescheckt, ey. Der hat so weiße Beine, oder? So ein zweifarbiger, so wie der andere auch, ne? So wie der andere auch. So, jetzt müssen wir hier noch versuchen zu treffen. Na, 75, 50, der sollte sitzen, ne? Der sollte... Oh, hat der Hörner. Hat der Hörner. Scheiß auf die anderen, die da sind. Den schnappen wir uns auf jeden Fall erstmal. Den schnappen wir uns. Und dann haben wir noch einen anderen. Seht ihr auch richtig gut für Steinböcke. Guck mal, hier auch waren auch noch Steinböcke. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, ne, Rothirsche hier. Hier sind die Red Deers am Start. Ja, geil. Gucken wir mal, der hat, wie gesagt, der soll auf jeden Fall, glaube ich, schon Diamond scoren. Würde ich behaupten, wenn er mich nicht komplett trollt, ne? Wenn er mich nicht komplett trollt. Ich hatte letztes Mal, der hat mich komplett getrollt. Also gar kein Stein, aber irgendwas anderes. Ich weiß nicht mal, was das war. Da war auch richtig gutes Potenzial vorhanden und dann hat er wirklich den kompletten untersten Score gescored, den er angezeigt hat. Und ich dachte mir so, what the fuck, Alter.
Wie kann der nicht ansatzweise Diamant sein? Hoffen wir, dass das bei dem jetzt anders ist. Da oben irgendwo, da ist der Rothirsch. Guck mal, wir gerade mal testen. Die Waffe dann auch auf den Rothirsch, ne? Wo wir den da stehen haben. Ist alarmiert schon, der springt gleich ab wahrscheinlich. Aber wenn wir Glück haben. Steht direkt hinter so einem Baum, ne? Er kommt runter. Boah. Okay, Hardshot, ey. Hardshot. Good shot. Lacht natürlich auch meinem Skill, ne? Komm, mit der Waffe nicht zuschreiben. So, den holen wir uns gleich noch. Aber ich muss erstmal hier den Steinbock holen, ob der wirklich dir ist. Natürlich ganz nice, wenn der wirklich Diamond scoren würde. Weil Steinbock habe ich echt nur von jedem einen, weil wir damals den Grand Slam gemacht haben, die Grand Slam-Folge. Oder die Serie, wo wir von jedem Dia geschossen haben. Und hier jetzt tatsächlich richtig, richtig schön, ne? Eieiei, der wird lange Hörner, der wird wahrscheinlich tatsächlich Diamond sein. Da ist es. Aber, der hat mich echt fast getrollt, ne? Dafür, dass der so hoch gescored hat, 195 bis 200 irgendwas, 227 oder so. Scored mit, ach, ab 191 sind die schon Dia. Okay, da war der Safe Dia. Ah, okay, wusste ich nicht. War ich nicht letztes Mal ab 198, wo ich die gejagt habe? Boah, das ist wahrscheinlich auch gar keinen Plan von, ne? Ja gut, habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Ab 191 schon Diamond. Damit also Safe Dia war ein Fünfer. 198 Scorter tatsächlich. Den stopfen wir natürlich aus. Und damit haben wir auch, Waffe haben wir gesehen, hier Doppellunge, 224 Meter. Holen wir uns doch den Hirsch. Dann darf ich noch sehen, wie der auf jeden Fall scored. Und dann gehen wir noch zu einem anderen See. Denn ich habe noch einen See, der richtig, richtig gut für Steinböcke ist. Nämlich der nördliche hier. Ich glaube, der wird häufig vernachlässigt, aber gerade hier in der Ecke, da sind erstmal auch super viele Rothirsche beim Trinken, aber auch die ganzen Steinböcke hier, die ziehen alle darunter an diese Nordseite, oder an die Nordseite, an diesen westlichen Zipfel hier, während die auf der anderen fast gar nicht sind. Aber gerade diese eine Zipfel, da versammeln die sich wirklich kompakt, da kann man wirklich viele Steinböcke sehen und auch schießen, auch mal guter, richtiger Hotspot auf jeden Fall. Aber erstmal zum Rothirsch. Gucken wir mal, der liegt da vorne. Der sollte mit einem Herzschuss wahrscheinlich, oder rennt noch irgendwas weg? Ja, ein Steinbock, ne? Einen Dreier, da vorne auch Steinböcke. Die hier alle trinken wollen. Auch ein Dreier, der da ist. Aber wir schnappen uns erstmal den Rothirsch. Wo lag er denn? Er lag doch hier irgendwo, oder? Hab ich ihn nicht gerade gesehen von irgendwo? Hier sind Fährten. Fährten. Wir gucken mal auf die Map. Da ist er irgendwo links von mir. Ah, da oben. Perfekt. Da liegt er. Ja, tatsächlich sollte er beim Herz gewesen sein, so wie der umgefallen ist. Der wird weder Doppellunge haben, also Doppellunge vielleicht zusätzlich, aber auf jeden Fall einen Herzschuss, weil der keinen einzigen Meter mehr gemacht hat. So. Schnappen wir uns also den Rothirsch. Das war ja dann, ne? Und da sehen wir auch Doppellunge, ne? Doppellunge und Herz. Aber auch weit reingekommen. Also wenn wir denken, dass wir von vorne geschossen haben, gut, hat 40er Durchschlag, ne? Also durchschlagsmäßig halt wie die M1. Dürfen wir nicht vernachlässigen. Gute Power auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Und wie gesagt, dann gehen wir nochmal da oben zum See und checken den nochmal aus. So, dann nähern wir uns auch schon der Ecke. Ich habe mich hier für die Nordseite entschieden, weil da unten ist immer so ein bisschen waldig. Und teilweise stehen die auch da unten auf der Seite. Da habe ich aber jetzt bisher... Oh, doch, da ist aber... Da hinten sind ein paar Steinböcke am Start. Auch da sehe ich nur weibliche, wie gesagt, ein bisschen versteckt, aber ich habe da vorne im Hang auch schon welche gesehen. Da sind nämlich auch welche am Start, aber auch da tatsächlich offensichtlich nur weiblich. Also die weibliche Kinderstube. Wir gucken nochmal, ob wir da vielleicht auch welche in der Ecke haben. Denn häufig haben wir da die ganze Ecke irgendwie voll mit Steinböcken. Auf jeden Fall richtig guter Spot hier zu den Trinkzeiten. Die Ecke hier am nördlichen See für die Beseite richtig, richtig gut, wenn auch bisher nur mit weiblichen Steinböcken. Oben steht da. Ja. Jetzt rennen dann auch die Hörner. Wenn man die von Weitem sieht, dann sieht die mal so komisch aus, weil die da oben zum Beispiel, da rennen die Hörner nicht richtig, ne? Sieht ein bisschen strange aus, aber da hinten, da seht ihr doch schon, wo wir hinwollen eigentlich. Da seht ihr doch schon. Da noch ein Vierer, 174, 120er. Der ist auch nicht so schön. Nee, doch. Oh, der ist, ne? Nee. Siehst du, das meine ich halt. Die sehen alle mal geil aus, aber... Am Ende sind die doch nichts, ne? Am Ende sind sie doch nichts. Also der ist noch ganz gut, der ist sogar einer der besseren. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir hier den 350 Meter Neckshot machen, oder? 350 Meter Neckshot bei dem
Vierer, wenn der steht ja denn der steht zu mir, ne? Du riechst dir den Kopf da. Mhm. Aha. Ja. Würde sagen, der Schuss hat gesessen, der war tief. Aber der Neckshot, eieiei. da hab ich erst gedacht, dass es sogar ein bisschen auch bei dem zu tief war, dadurch, dass es auf 350 stand. Aber wahrscheinlich dadurch, dass die Kugel so schnell ist, hat die auch so geringere Absenkung in der Flugbahn auf weite Distanzen und deshalb sind wir wahrscheinlich noch reingekommen. Sah auf jeden Fall ganz ordentlich aus bei dem Genickschuss. Also den haben wir auf jeden Fall richtig gut getroffen. Da gehen wir mal hin. Den haben wir was anderes getroffen, kann natürlich auch sein. Aber der sah nicht schlecht. Vielleicht Kopfschuss, ne? Kann natürlich sein, wenn der zu tief abgesunken ist, dass wir da den Kopfschuss gemacht haben. Das ist mir jetzt mal auch schon mal einem passiert. Da hinten auch noch welche, aber das ist auch noch ein Gebiet, ne? Wollte mich sagen, es sind glaube ich nicht die... Ah, siehst du, da ist nämlich auch noch ein Vierer. Da sind wir jetzt einen männlichen in dem Trinkgebiet, was wir gerade entdeckt haben. Da hinten ist noch ein Vierer. Auch gute Steinböcke hier, ne? Gute Steinböcke, aber ihr seht die Ecke hier auf jeden Fall auch auf jeden Fall eine der besten Locations wirklich für die beseite Steinböcke, die man hier bejagen kann. Immer mal einen Versuch wert. Rot hier schauen wir auch noch hier. Alles am Start. So, aber wir holen uns jetzt noch unseren Steinbock da hinten und gucken mal, was wir da erwischt haben. Und in den Büschen liegt da auch schon unser erlegtes Steinböcklein. Gucken wir uns mal an. Tatsächlich, ja, okay, wir haben hier Gehirn getroffen. Aber Genicke auch, da ist mir genau das passiert, was ich befürchtet habe. 350 Meter, bisschen tief abgekommen durch den Bullet Drop. Aber okay, aber zählt, oder? Aber gut, wäre da jetzt hier in der Trophäenwertung gewesen, hätte man den natürlich komplett verschossen. Dadurch nur Silberscoring, weil wir da halt den Schädel getroffen haben. Trotzdem, auf jeden Fall, gute Waffe haben wir gesehen. Kann man spielen. Wie gesagt, mir ist die Aufpilzung da ein bisschen zu gering, um ehrlich zu sein. Aber der Durchschlag, der macht es natürlich wett. Also gerade auf den weiten Schussdistanzen, Doppellunge bei den Steinböcken, richtig gute Waffe. Performt sehr gut, auch beim Hirsch haben wir gesehen. Doppellunge, Herz von vorne frontal. Auf der kurzen Distanz, wirklich gute Waffe, kann man nehmen. Und sofern man trifft, auch gute Ergebnisse. Aber der eine Muskeltreffer, den wir auf den Steinbock hatten, der nicht verändert ist, auf die lange Distanz. Das ist genau der Punkt, der mir dann am Ende des Tages fehlt. Deshalb, wer möchte, kann es natürlich gerne spielen. Ich werde es weiterhin vernachlässigen. Für mich ist es nichts, aber trotzdem eine schöne Waffe. Das soll es gewesen sein vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.